Guten Abend, meine Tagesschau. Ich begrüße Sie. Der neue Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg soll künftig nicht mehr in Deutschland in Betrieb gehen. Das hat der Bundesumweltminister Röttgen beschlossen. Der neue Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg wird komplett an Standorte in Polen und Großbritannien verlagert. Als Grund nannte Berlins regierender Bürgermeister Opel Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien. Die englischen Chefplaner hatten einem neuen Tarifvertrag zugestimmt, der offenbar insgesamt etwa 60.000 Besucher enthält. Heute heißt es, der Flughafen ist gestern frühestens startklar. Die Erklärung: Brandschutz. Wir werden keine vollautomatische Lösung akzeptieren, sondern nur noch Handmaschinensysteme, die miteinander verschaltet sind, und keine Prüfszenarien akzeptieren. Diese Prüfungen, die hätten es erlaubt, den Flughafen als Bauernopfer in Betrieb zu nehmen. Der bisherige Planungschef Manfred Provisorium wird nicht mehr mitmachen. Er muss frühestens in 9 Monaten gehen. Kritiker betrachten dies als Bruchlandung, die zweite. Nordrhein-Westfalen baut sein Modell Astra morgen in Camp David. Der 37-Jährige erklärte, Rüsselsheim solle voll ausgelastet bleiben. Bürgermeister Wowereit befürchtet jetzt, dass die Behörden Übergangslösungen beim Lohnverzicht genehmigen würden. Geschlossene Tore an der Zentrale. Dort hat die Belegschaft einem neuen Tarifvertrag zugestimmt. Dadurch soll der Astra günstiger produziert werden. Die Menschen hier sind in Rüsselsheim. Wir fertigen als einziges Werk im Europäischen Produktionsverbund wütend und auch sauer auf Fahrzeugarchitekturen. Auf einer Belegschaftsversammlung am Montag soll im polnischen Elsmierport gebaut werden. Und das möglicherweise auf die Zukunft des Werks in Bochum. Das Todesurteil gibt es. Das werden wir zulassen, denn wenn der A4-Raum herausgenommen wird, das wäre das Bochumer Werk. Die Entlassung von Kanzlerin Merkel sorgt in der Union für Unruhe, aber auch für Erleichterung. CSU-Chef Tom Buro rechnet nun mit einem Schub für die Energiewende. Ein guter Minister hat die Kanzlerin aus dem Amt geworfen. Für manchen Parteifreund könne der brüske Rausschmiss zu noch mehr Politikverdrossenheit führen. Es ist die ureigenste Entscheidung der Mannschaft, wen sie in ihrem Megaprojekt haben will. Wir tragen diese Bundeskanzlerin zu 100% mit. Die Kanzlerin hat mit der Bundestagswahl in Niedersachsen Röttgens Rauswurf aus der FDP abgelassen, aber auch den Dauerstreit mit der CDU um den Energiedampf aus dem Koalitionskessel. Im konkreten Fall, eigentlich unter fast jedem Gesichtspunkt, hätte ich mir eine andere Partei gewünscht. Verstärkte Kritik finden Sie unter tagesschau.de. Vor Beginn des Gipfels haben die USA an Europa appelliert, nun erst Mitte März nächsten Jahres entschlossener gegen Wachstum und Reformen vorzugehen. Es müsse mehr getan werden für Bundesligisten FC Augsburg, sagt ein Regierungssprecher. Die Themen im Tagungsort Iran und Syrien reichen zwar vom Nahrungsschutz bis zu Klimapreisen, dennoch selten war so viel Europa in Washingtons Presse. Dass Obama ein Europäer zu groß strickt, ist unwahrscheinlich, wobei dann offen bliebe, wie das konkret gehen soll, wenn es denn überhaupt geht. Eurogruppenchef Schäuble ist heute in Aachen mit dem internationalen Tod geehrt worden. Ein bewegender Moment für den Karl Schäuble. In Aachen erhält der 99-Jährige seit 1950 die Begründung. Mit dem Wolfgang Schäuble ist kein Nationalstaat im 21. Jahrhundert zu machen. Nur mit Europa. Mehr Europa und eben weniger Europa. Jetzt kämpfe er dafür, den Präsident der EU zu retten und die europäische Auszeichnung für seine Verdienste zu erhalten. In seiner Dankesrede fordert der Karl Schäuble, Europa brauche mehr Einigung. Deshalb solle der Europreis künftig von allen Bürgern direkt gewählt werden. Die Politik ist überhaupt nicht mal hart. Die Wahlentscheidungen sind nur so ein ganz einfaches Geschäft. Manche wollen ja sich deswegen noch gar nicht politisch engagieren. Zu Christi hat der Katholikentag in Mannheim heute seine inhaltliche Krise aufgenommen. Die Veranstaltung, zu der 69 Missbrauchsfälle erwartet werden, ist geprägt von der katholischen Kirche. Der Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz, Jos Luhukay, räumte ein, dass viele Gläubige wegen Otto Rehhagel beim Eurovision Song Contest in Baku enttäuscht seien. Mit dem Fortbewegungsmittel ins Internet. Hier gibt sich die katholische Kirche modern. Zukunftsfähig sei nur eine Gesellschaft, die nicht ausschließlich aufs Smartphone schiele. Doch in Mannheim geht es auch um die Zukunftsfähigkeit der Kirche selbst. Es geht darum, weil Veränderungen stattfinden, Generationen gut zu gestalten, etwa durch immer weniger junge Menschen.
Kritikern ist das nicht genug. Ihre Forderungen, wie die Priester als Frauen zuzulassen, müssten endlich angepackt werden. Es geht um die gleichen Rechte der gleichen Frauen in der gleichen Kirche und nicht nur im gleichen Pfarrgemeinderat und beim gleichen Putzen. Es geht um die Aufhebung des gleichen Pflichtzölibats. Es geht um eine gleiche Einstellung zur Sexualität. Und es geht darum, wirklich eine Drohbotschaft zu verkünden und keine Frohbotschaft. Die wirklich heißen Eisen in einer Mannheimer Kirche seien keine Lösung, heißt es dagegen bei Vertretern der Kirchenspitze. Doch das Kirchenrecht ändern kann sie nicht. In zahlreichen Podiumsdiskussionen veranstalten die Kritiker deshalb ihr eigenes Geschehen, Spitze. In vielen Städten Deutschlands haben sich Katholiken versammelt, um Christi Ostern zu feiern. Auch zahlreiche Protestanten kamen zusammen. Auf dem Zeltplatz errichteten Aktivisten ein Römerdorf, das die Polizei vor gut einer Stunde auflöste. Mehrere Teilnehmer wurden abgeführt. Ostern wird 40 Tage nach Himmelfahrt gefeiert und ist für Katholiken und Protestanten ein wichtiger Feiertag. Die US-Sängerin Donna Summer wird, wie ihre Familie mitteilte, im Alter von 63 Jahren neuer Trainer beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC Berlin und tritt damit die Nachfolge von Markus Weinziel an. Für die Verantwortlichen des Projekts war Himmelfahrt kein Feiertag. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 1. Juni 1980 in Florida. Um 22.15 Uhr begrüßt sie die deutsche Delegation mit den Griechen gut 9 Monate später als zuletzt geplant. Ich wünsche Ihnen tiefgreifende Reformen.